Travis, the next rank is 4th. Who is it? But come to think of it, it doesn't really matter, does it? I am sending you a ticket for a show. Look nice. Let's go together. Number 4 will be there. A show? Wait, this is a date, right? Something like that. Why else would I be getting an oil rub? What? What did you say? Someone's rubbing you down? I'll see you later. So. TV, genau, das war's. Oder haben wir die schon geguckt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon geguckt haben. Ich glaube eigentlich schon, oder? Nee, Powerbomb! Yeah! Jetzt können wir einen Huracanrana und eine Powerbomb. Das ist ziemlich cool. Macht er nur irgendwie nie. Ich google das jetzt mal ganz kurz. Warte mal schnell. Muss ich schnell live recherchieren. No more heroes? The wrestling moves random wrestling. Schauen wir mal kurz. No more heroes, Wiki. Wrestling moves, how to perform. Wrestling messages found, bla bla bla. List of wrestling moves. Takedown moves. Travis will grab the enemy. Ja, aber sag mir, ob die zufällig sind. Das will ich wissen. Beschreib mir nicht die Moves. Ich kenne die Moves. Da ist eine Liste von Wrestling Moves und da steht, wie die aussehen. Also was Travis da macht. Ich würde gerne wissen, ob ich das irgendwie verändern kann, welche Moves er macht. Das Wiki hilft mir gerade nicht weiter. What's the point in getting new wrestling moves? Na, schauen wir mal. The new wrestling moves you learn from the masks before the bosses are used exclusively on the boss from whatever angle. Ah, ach so. Die wrestling moves, die man durch die Masken lernt, die werden nur immer bei dem einen Gegner angewandt. Aber die, die wir hier lernen, nicht. Wrestling moves you learn from videos only replace your current moves with more powerful versions. And the ones you do in regular enemies are determined by the position. Interessant. Naja, keine Ahnung. Anscheinend gibt es da auch andere Meinungen zu dem Thema. Ich glaube, die Wrestling Moves sind ein bisschen... Da weiß man nicht genau. Aber ist egal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid, dass die wirklich mehr oder weniger random sind. Beziehungsweise situationsabhängig. Ein Brief. Ah, das sieht aus wie ein Gundam-T-Shirt. Oder ein Gundam-artiges. Oder vielleicht auch Transformer. Lieber Travis, du weißt, was das ist. Es ist ein Platinum-Ticket. Reservierte Sitze. Geh und gib die Performance deines Lebens. Du kannst es tun. Et. Rang 4, ich komme. Geronimo. Wo ist mein Moped? Wo habe ich mein Motorrad geparkt? Irgendwo da hinten. Beim Bankautomaten, stimmt. Ich erinnere mich. Kann ich eigentlich auch die Briefkästen hier wegboxen? Nee, geht gar nicht. Schade. Ja, ja, ich fahre ja schon weg, rote Autos hier. Kein Stress. Da.
Ich glaube, wisst ihr noch, als ich beim vorletzten oder vorvorletzten Boss gesagt habe, dass der... Was? Wie heißt der? Dass hier Konventionen vom Spiel plötzlich gebrochen werden. Ich glaube, jetzt ist es in Wirklichkeit soweit, dass Konventionen gebrochen werden. Und das finde ich ziemlich cool und unerwartet. Deswegen will ich nicht zu viel verraten. Weil es wirkt fast so, als würde hier das gleiche Level nochmal recycelt werden. Aber nicht ganz. Come on, Pistolenperson, hau doch ab jetzt! Huracanrana! Nice! Mein Schwert ist leer. Das ist echt nicht gut. Ach, haut doch ab jetzt, Leute. Ich muss kurz mein Schwert aufladen, bitte. Meine Güte. Okay, geht schon weiter. Mein Gott, jetzt mach halt, warum kann ich den nicht? Ich versteh's nicht. Hilfe! So. Zum Glück machen die Pistolen nicht sehr viel Schaden, aber nervig ist es trotzdem, wenn man an so eine Bombo-Kombo gerät. Oh yeah! Der Super Saiyajin-Modus kommt genau richtig bei den Laserschwert-Tinies. Sehr schön. Na dann, fahren wir mit der U-Bahn. Aber diesmal kämpfen wir uns nicht durch die U-Bahn wie beim letzten Mal. Sondern wir spielen Pure White Shine Gastonbury. Anscheinend träumt Travis Videospiele. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Oh, erwischt. Puh, das war knapp. Nein, erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich schaffe das noch.
Oh, das Spiel ist irre. Das ist echt crazy. Oh, come on. Okay, continue. Oh Gott, ey. Ah ja, das geht auch. Das Spiel meint's ernst, das will ich schon wissen. Aber ich glaube, man hat unendlich viel Continues, theoretisch, wenn man es wirklich nicht hinkriegen sollte. Ist das die heilige Handgranate, gegen die wir hier kämpfen? Komm schon. Du hinterhältiges Spiel, du. Nein, oh Gott, das wollte ich nicht. Gib mir den Powerschuss, bitte. Puh. Nice. Congratulations. Jetzt mal, die Erde ist gerettet. Yeah! Cool. Wir sind Erster. Land. Squid. Bird Rider. Das war cool. Das war mal was anderes. Das fand ich schon sehr, sehr cool beim ersten Mal spielen, weil damit rechnet man nicht. Und im ersten Moment denkt man sich, what the fuck? Und das ist der Level. Und jetzt kommt der Bosskampf. Come on. You can do this. You're almost to the next ranked fight. Winners proceed to the fourth rank. Losers will also proceed to the eighth circle of hell. But you and I, Travis, we are going to paradise together. Take me by the hand. And show me a world of drama and passion, one that I have never known before. But be sure to hit the bathroom first. As soon as you are ready, come for me. Don't leave me waiting. Today, little Sylvia has done herself up quite well, I must say. My skin is so silky and smooth. This, quote, charisma makeup artist from Japan gave me, like, the most incredible color gradation ever. I really hate how she says, "Don ducky, don ducky," like some stupid bimbo. A
And will you look at that? Today you are going to win with 2,000% certainty. One hot night together, you and me, coming right up. A promise is a promise. Trust your force, Travis, and head for the Garden of Madness. Okay. Yes. Dann gehen wir erstmal speichern. Ich wollte eigentlich eine neue Jacke kaufen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Machen wir noch. Für die letzten drei dann. Die Finaljacke. Nein, jetzt genug gespeichert. Raus hier. Travis, du wirst ein meistervoller Pro-Wrestler. Ich glaube, ich werde ein Match für dich buchen. Aber erst ein super hard Suplex. Erinnerst du dich an Satan's Ferris Wheel, den Double Arm Suplex? Anscheinend. Los geht's. You are late, Anselm. Hurry, the show's about to start. What's with all the excitement? It is not every day you get to watch a big fight from VIP seats. Of course I am excited, but I am most excited being with you. Whoa, you're serious? I wouldn't do that if I were you. Oh shit, oh shit. I'm packing heat, baby. Wow. Ladies and gentlemen and all killers out there, welcome to Harvey Volodarsky's Magic Freak Show of the Century. It'll be a killer night, so let's get started. It's showtime! Oh my! Quiet, quiet, please! What do you know? It's already time for the last program. But you know, today is a special day. And you, ladies and gentlemen, are lucky. So lucky that you might even get lucky. Now, one of you lucky people will be chosen to be up here with me. Who's it gonna be? The lucky person is... you! Well, Travis, this is your lucky night. Me? They want me? Serious? You gotta be kidding. Go get him, Tiger. Come on, no need to be shy. Congratulations, you nasty little boy. Tell the audience your name. Travis Touchdown. It's a good name, don't you think? It's a fine name indeed. You have your parents to thank for that. My parents are dead. Oops! Touchy subject. A question that should not be touched upon. That's okay. Really, it is. There, there, don't let it bother you. Hold on to your hopes and don't give up, my nasty little boy. Thanks. I'll remember that. So you came to enjoy the show? Damn right I did. I was really looking forward to this. It's the last show, right? Last show? Did I hear you right? Oh, you heard me right. Harvey, you're gonna die tonight. Right here, by my hand. Let's close the curtains. I hope you aren't being serious. That would be a pity. We still have the main event to unveil. Playtime is over. Ladies and gentlemen, it's showtime!
to the grand finale. Now this is entertainment. Yeah! It's killing time. Killing time. Come on, grab your friends. Watch this. Tauben des Todes. Check it out. Hat er eigentlich zwei Einhornhörner oder was genau sind seine Waffen? Das ist echt verwirrend. Oh Gott. Puh. Oh Gott, weil die Steuerung auch invertiert ist. Oh Gott. Puh, okay. Ich habe Angst, was passiert jetzt? Irgendwas ist anders. Welcome to the nightmare. Assistance! Now look, look carefully. Assistance! It's showtime! Ah, jetzt ist wieder Killing Time. So ist das eben. So, nur noch ein bisschen, dann haben wir den. Sehr schön.
Der war bis jetzt echt so ziemlich der leichteste. Mein Gott, ich habe nichts gemacht. It's dark. Somebody turn on the lights. I can't see shit. Oh, how am I supposed to perform in total darkness? Hit the lights. Hurry up. I can't see. It's dark. I'm surrounded by darkness. Ja, ich frage mich, wie das hingehauen hat, dass mein riesiges Schwert mit 5 Klingen, das irgendwie so ist, so einen ganz kleinen Schnitt macht. Aber ich bin halt ein super Profi-Assassin, der kann das. Ein gezielter Superwurf. The name is Travis Touchdown. Thank you all for coming tonight. I hope you enjoyed the show. I would also like to thank you for coming this evening. As a result, Travis Touchdown is now ranked 4th place. Jetzt fehlt nur noch die Top 3. Hallo, wie geht's? Ich hab ein Wins. Mir geht's gut, danke. So, sehr schön. Guter Abgang, auf jeden Fall. In dem Spiel geht es im Grunde um Travis Touchdown, einen Auftragskiller und Anime-Fan, der beste Assassin aller Zeiten werden will. Für Geld und für Sex. Darum geht's im Grunde. Und jetzt sind wir schon die Nummer 4 auf der Rangliste. 3 unbekannte Gegner gibt's noch über uns. Außerdem sind wir chronisch pleite und müssen uns ständig mit irgendwelchen Nebenjobs über Wasser halten. Es ist auch wirklich ein echt witziges und abgedrehtes Spiel. Ist ein Klassiker von der Wii damals, das ich jetzt auf der Switch spiele im HD-Remake. In Vorbereitung auf den 3. Teil, der jetzt nächstes Jahr dann erscheint, streame ich jetzt eben bis dahin den 1. und den 2. Teil und wenn noch Zeit ist, vielleicht den Spin-Off, den es noch gab, von der No More Heroes-Reihe.